Hans Sapai will's wieder wissen. Abgestempelt, so heißt seine Reportagesendung im Fernsehen. Eine Staffel hat's schon gegeben, jetzt geht's weiter mit 9 Folgen. Und da reist der Ex-Bundesligaspieler durch Deutschland. Warum dieses Mal? Diesmal geht es um Jugendkriminalität, Ausländer und Kinderarmut. In ganz Deutschland frage ich Leute, treffe mich mit Leuten, frage über die Vorurteile, die es da gibt in diesen Bereichen. Ich versuche herauszufinden, was man ändern kann und wie man das tun kann, was für Möglichkeiten es da gibt und wie es gerade da in diesen bestimmten Themen aussieht. Für die Dreharbeiten bist du sogar für einen Tag in einen Jugendknast eingezogen. Das klingt jetzt nicht so nach einer verlockenden Erfahrung. Es war etwas ganz Besonderes, weil es nicht ein normaler Jugendknast war, sondern ich habe mich mit Isi getroffen. Die hat bei einer Familie gewohnt. Da waren mehrere Jugendliche, die dort mit dieser Familie gewohnt haben. Ja, die Fenster hatten eben keine Gitter. Es war ein ganz anderer Knast, als den man sich so vorstellt. Deswegen war er ganz besonders und ein außergewöhnlicher Tag. In deiner Reportagesendung erzählen dir Menschen Geschichten aus ihrem Leben. Welche ist dir besonders in Erinnerung geblieben und warum? Ja, das wäre jetzt eine Schande, eine herauszupicken, weil jede Kategorie hat ihre besondere Art gehabt. Ob es bei Ausländern war, dass die Vorurteile einfach da sind, dass Ausländer den Leuten die Arbeitsplätze wegnehmen, dass die nicht so viel wert sind wie Deutsche. Ob es bei Jugendkriminalität ist, dass die Leute denken, einmal kriminell, immer kriminell, dass die Jugend nicht mehr da rauskommt. Bei Kinderarmut einfach, dass man denkt, wenn die Eltern oder die Kinder zum Beispiel einen riesen Sack Reis kaufen oder Secondhand-Sachen kaufen, dass sie einfach arm sind. Und das stimmt ja gar nicht. Armut hat damit zu tun, ob die Kinder auch geliebt werden, ob die wertgeschätzt werden von den Eltern. Deswegen, es sind viele, viele bewegende Momente gewesen. Der Ex-Schalker Hans Sapai bei Fufis Film und Fernsehen in Serie. 3 neue Folgen seiner Sozialdoku Abgestempelt gibt's ab Dienstag bei RTL 2 und bei TV Now.